Robert Lewandowski, was spielt er für eine Saison? Was spielt er für ein Kalenderjahr? Lewandowski! Ich bin sehr froh, dass ich ein Levi habe. Einen Mann, der dann gegangen. Robert hat letzte Saison ein herausragendes Jahr gehabt. Er hat einfach auch weitergemacht, auch mit dem Tore schießen. Das ist das, wo er enorme Qualität hat. Ja, ich sehe ihn jeden Training. Ich erlebe ihn so, dass er ja nicht unbedingt jetzt so ist, dass er sich zurücklehnt, sondern er will mehr. The man who had a great 2020, hoping to start it well too, Lewandowski. Sticks it away for goal number 18. Two more goals for Robert Lewandowski, taking his tally in the Bundesliga this season to 19. We're not even at the halfway mark yet. Aktuell ist die Situation die, dass er 19 Tore hat, aber er weiß selber auch, dass das ein langer Weg bis dahin ist. Die Bayern verlieren mit 2:3. Boah, es hat so gut angefangen. Thomas Müller ist up front in the Lewandowski role, so no Lewandowski. Wir kommen ganz gut rein, machen relativ früh das 1-0, waren spielbestimmend. Dann fällt so ein bisschen aus dem Nichts das 1-1. Wir machen gleich das 2-1 mit einem super Freistoß von Leroy. Mit einem Lucky Punch machen die das 2-2. So, Robert Lewandowski. And Lewandowski scores! Obwohl wir gut geschossen haben, hat Kiel ja, im Vergleich dann einfach noch einmal besser geschossen. In diesem Moment, das, was wir oder wie wir spielen, das ist noch nicht unser bester Fußball. Lewandowski! Bayern sind damit wieder in die Erfolgsspur zurückgebogen. Lewandowski! Good cross in, this is dangerous, and here's Lewandowski! And he makes it 3-1. Wieder also Robert Lewandowski mit seinem 24. Saisontreffer. Über die 40 Tore und dieser Rekord, muss ich ehrlich sagen, ich denke nicht so oft. Ich habe keine Erwartung auf den Rekord, weil gibt es das wichtigste Sache als den Rekord. Ich denke, dass für uns die nächste Finale bedeutet auch
sechster Titel zu gewinnen. Und in diesem Moment, wie wir wissen, was bedeutet das für uns, was bedeutet auch für die Geschichte, nicht nur für Bayern München Geschichte, aber auch für die Fußballgeschichte. Ja, ich fühle mich sehr, sehr, sehr gut, dass was wir gemacht haben, das Sixpack und nächste Titel, das ist besonders für uns. Und das, was wir gemacht haben, das war auch ein Teamspirit und deswegen das, sind sehr, sehr zufrieden, was wir geschafft haben. Den Mann, der den Galen. Han Galen. Vi spiller en kamp, og så sier jeg skår et mål, og så et mål nærmere og ta han igjen, og så bare skår han en hat-trick, liksom, som om det er daglige greier, så Lewandowski! Det var Lewandowski! Skår et another one! Lewandowski, 4-2! And there it is, Lewandowski. So here we go, Robert Lewandowski from the spot. And with that goal, Lewandowski is now second on his own on the all-time list of Bundesliga scorers. Oh, jetzt gehen wir in die Länderspielpause. Für die Nationalspieler ist es so, dass sie da auch ein bisschen was Neues sehen, ja. Ja, Länderspiele gehören auch mit zum Rahmenterminkalender, deswegen gibt es da für uns auch keine andere Wahl und hoffe natürlich, dass alle gesund zurückkommen. Lassen und die sind alle einer Meinung, dass sich da ein Riss zeigt. Insofern muss man dem Knie vorübergehend Ruhe geben. Das heißt, wir haben uns jetzt gestern auch so in einer kleineren Runde festgelegt, dass du 3-4 Wochen brauchst, bis du damit wieder voll spielen kannst. 3-4 Wochen? Dann sicher mindestens 3 Wochen. Zwei Spiele Champions League, dann drei Spiele Bundesliga. A knee injury means that Robert Lewandowski is out of tonight's massive quarter-final for Bayern Munich against PSG. The good news is, though, that means he has time to Zoom with us here in London. That's right. We're super excited to have you. Thank you for giving your time to us. We just want to start with a quick injury update, if you don't mind, because obviously it must be a huge blow to you personally not in being involved
in tonight's game. Where are you at with your rehab? How are you rehabbing? And when realistically can we expect to see you back on the pitch for Bayern? Hi everyone. First of all, you know, I work hard to recover and I want to get back as up, but only when I feel fine and ready, because I don't know exactly when I come back on the pitch, when I can play again. But I still am thinking that in maybe 2-3 weeks I can back on the pitch, but the doctor say exactly how long and I do step by step, and maybe next week, maybe 2 weeks later we can see how long still I have to wait for my back to the pitch. And I don't believe it. Paris Saint-Germain with a smash and grab win, 3-2 against Bayern Munich, in a game Bayern Munich should have won so comfortably. Wenn so ein Spieler wie Robert Lewandowski ausfällt, ist das immer nicht schön. Wir haben genügend Chancen herausgespielt und hätten mit Sicherheit 4, 5, 6 Tore machen können. Aber es hat heute nicht sein sollen. Deswegen Konzentration auf das Rückspiel in der Champions League in Paris. Gute Nachrichten von Robert Lewandowski. Der Pole arbeitet fleißig an seinem Comeback, war heute im Schneetreiben von München draußen unterwegs, hat eine kleine Laufeinheit absolviert. Es wird nicht reichen für morgen, das ist vollkommen logisch. They won for the first time at the Parc des Princes, but it's the most bitter type of victory imaginable since Bayern is out of the competitions. The holder is out of the competition. Ja, wenn man einfach auch sieht, dass wir im Moment gerade in der wichtigsten Phase der Saison, nämlich April, Mai, natürlich unsere Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Niklas Süle, einfach nicht zur Verfügung haben. Spieler, die uns auch weitergeholfen hätten. Ja, das ist einfach schade, aber letztendlich müssen wir damit leben und können Paris einfach für den Einzug ins Halbfinale gratulieren. Ja, es geht mir sehr gut. Ich trainiere schon seit Tagen und alles läuft wie geplant war. So, das bedeutet, dass ich bin zufrieden und der Plan ist, für Wochenende zu spielen wieder. Oh, ob das ich schaffe, das weiß doch nicht. Aber klar, gibt es viele Spiele, um die Rekord zu brechen. Das bedeutet, muss ich 6 Tore zu schießen. Mittwoch kann ich mit der Mannschaft normal Trainingheit machen und vorbereite sich auch zum Spiel am Samstag. Lewandowski macht ihn rein. Nur noch ein Tor zur 40er-Marke. Was ist das für eine Tormaschine?
Herzlich willkommen aus dem Schwarzwaldstadion in Freiburg. Es dreht sich nur um diese eine Frage im Prinzip heute. Knackt Robert Lewandowski, dieser Mann, die magische 40-Tore-Marke? Oder knackt er sie eben nicht? Lewandowski is going to try to score at least one goal today here to break that unbreakable record. Der entscheidet auf den Elfmeter. Es gibt den Elfmeter für die Bayern. Es gibt die große Gelegenheit für Robert Lewandowski, sein 40. Saisontor zu machen. Geschichte, die wir hier sehen. Das ist historisch. Niemand hätte geglaubt, dass irgendjemand diesen Rekord von Gerd Müller irgendwann nochmal knacken wird. Und Robert Lewandowski sagt, doch. Levi, kannst du es schon wirklich realisieren, was du heute vollbracht hast? Ich muss selbst sagen, ich glaube noch nicht, was habe ich gerade gemacht. Klar, dass so eine legendäre Rekord dabei zu sein, ist eine große Ehre für mich. Ich bin sehr stolz auch von der ganzen Mannschaft, weil das, dieser Rekord gehört auch zu dem, weil ich stehe auch auf der Liste mit den Spielern, die ich gespielt habe und was wir gemacht haben. Aber klar, das alles, was gerade läuft, das brauche ich bestimmt ein bisschen Zeit zu verstehen, was habe ich gerade gemacht. Die ganze Woche Vorbereitung zum Spiel war auch extrem ein bisschen eine kleine Belastung, aber in dem Moment musst du einfach gut deine Sache machen und ich habe gesagt, einfach Ruhe und fokussiert bleiben. Die letzten Jahre oder Jahrzehnte, glaube ich, war das schon so, dass man da eher nie dran geglaubt hat. Im Fußball ist vieles möglich. Ich glaube aber, aktuell muss man einfach sagen, ist Robert natürlich der beste Stürmer auf der Welt. Herr Lewer, alles Gute zu deinem Rekord. Ich muss sagen, Hut ab, Chapeau. Das ist ja sensationell, unser Vereinslegendenstürmer. Der Gerd war damals mein Co-Trainer und ein Riesenvorbild auch für mich. Er hat diesen unglaublichen Rekord aufgestellt damals und ich glaube, niemand hat so wirklich gedacht, dass der in Deutschland geknackt werden kann und dass du das jetzt geschafft hast und ich bei jedem der Tore auch dabei sein durfte. Das ist einmalig und ich muss sagen, wirklich großen Respekt. Großen Respekt. Jetzt aber nicht aufhören, gell? Jetzt nicht aufhören. Servus Robert, du Maschine. Ich gratuliere dir wirklich von ganzem Herzen für diesen unglaublichen Rekord. Das ist fast schon surreal, aber du hast es geschafft. Du hast über viele Jahre einen unbändigen Willen und vor allen Dingen auch eine Motivation und Einstellung, die seinesgleichen sucht. Deswegen hast du es verdientermaßen erreicht jetzt und ich kann nichts mehr als sagen, gut ab, Chapeau. Wer hätte gedacht, dass irgendjemand mal Gerd Müller seinen Rekord bricht und wenn du weißt, wie viel Gerd Müller bedeutet im deutschen Fußball, dann weißt du, was du ab sofort für den Rekord aufgestellt hast, für eine Marke aufgestellt hast. In diesem Sinne einfach nur Wahnsinn. Gratulation und ja, keep going. Ich denke, dass du noch ein paar Jahre so Gas geben wirst. Ciao, ciao. Hallo Robert, ich gratuliere dir für den Torrekord. 40 Tore in einer Saison bis jetzt hat geschafft. Nur Bayern-Legende und Weltlegende, Gerd Müller. Deswegen gratuliere ich dich nochmal, wünsche dir alles Gute und schöne Grüße aus Moskau.
Hey Robert, herzlichen Glückwunsch mit deinem Torrekord. Wer hätte das gedacht, dass jemand es schaffen würde, unsere Stürmerlegende Gerd Müller zu überholen? Aber du hast es geschafft und du hast es verdient. Nochmal Glückwunsch und weiter so. Robert Lewandowski, er führt sein Land als Kapitän in diese Europameisterschaft. Was für eine bittere Niederlage für die Polen und das zum Auftakt dieser EM. Polen muss heute einfach gewinnen, sonst ist das Turnier für sie vorbei. Morata mit der Führung für die Spanier. Schöne Flanke auf Robert Lewandowski. Was für ein Kopfball! Was für ein unglaublich wichtiges Tor! Robert Lewandowskis Tor hält Polen im Turnier. Und jetzt geht's zum Endspiel gegen Schweden. Heute geht es um alles. Polen muss gewinnen, um das Achtelfinale zu erreichen. Forsberg mit der frühen Führung. Wieder Forsberg, 2:0. Lewandowski mit dem Distanzschuss in den Winkel. Polen ist wieder da. Da steht Lewandowski genau richtig. Der Ausgleich, 2:2. Ausschluss, das war's. Schweden mit dem Siegtreffer in der Nachspielzeit. Robert Lewandowski schießt 3 Tore bei dieser EM. Jetzt aber trotzdem den Heimweg antreten. Welcome back. Ja, ich glaube, Levi hat über mehrere Jahre einfach in der Bundesliga schon bewiesen, auf welch hohem Niveau er spielt und dass er ein herausragender Weltklasse-Stürmer ist. Levi ist auch in der Luft unglaublich gut, ist mit beiden Füßen extrem abschlussstark, auch ein herausragender Stürmer zwischen den Linien, der immer wieder auch sich am Spiel mit Ball beteiligt, der viel im Kombinationsspiel dabei ist, der jetzt nicht immer nur in der vordersten Linie ist, sondern extrem mitspielend ist und demnach auch schwer zu greifen. Ich bin sehr froh, dass ich einen Levi habe. Mein Job, aber ich habe das konnte. Heute konnte ich noch mindestens 1-2 Tore mehr schießen. Aber mit einem Punkt kann man auch zufrieden sein. Klar, konntest du immer 1-3 Punkte mehr haben, mit ein bisschen mehr Glück bei der Situation, die wir gehabt haben. Aber trotzdem, ich denke, dass wir haben schon heute viele Sachen gesehen, gemerkt, wo kann man verbessern machen für die nächste Spiele und auch von der Super Cup. Eines der größten Fußballer aller Zeiten gedenken. Wir trauern um Gerd Müller, der uns am Sonntag im Alter von 75 Jahren verlassen hat.
Wir bitten Sie, sich zu erheben und wir bitten um einen Moment des Innehaltens. Man sieht ja seine Gier, der hat alles gewonnen in den letzten zwei Jahren auf persönlicher und wie auch Vereinsebene. Das erste Tor, was er macht, das machen nicht allzu viele Stürmer auf der Welt. A, technisch ist es nicht so leicht, den dann mit der Sohle noch zu machen, aber einfach das Gespür zu haben, das ist außergewöhnlich. Ja, und der hört nicht auf. Das ist schon ein Charakterzug von ihm. Es kommt nicht von ungefähr, dass er so viele Tore schießt, aber es kommt auch nicht von ungefähr, dass er das seit Jahren tut, sondern es ist einfach ein Charakter, den er hat, diese Gier immer wieder sich auch selbst beweisen zu wollen. Ja, sein ganzes Leben ist darauf ausgerichtet, ein Profisportler zu sein. Und deswegen ist er einfach mit dieser Konstanz auch auf dem Platz unterwegs. Ball in den Tor, Lewandowski ist gegenüber, kein Abseits. Der begehrteste Fußballschuh der Welt, der wirklich nur den allergrößten passt, der wird hier heute im FC Bayern Museum einen neuen Besitzer bekommen. Herzlich willkommen zur Verleihung des Goldenen Schuhs 2021. Auch für mich persönlich, das habe ich nie geglaubt, dass sowas konnte passieren. Also ich bin sehr stolz, sehr, sehr zufrieden, aber ich weiß, dass die meine weg läuft weiter und gibt es noch andere Sachen noch zu gewinnen. Upamecano, Tor! Was für ein Tor! Levi Doppelpack! Das ist für mich persönlich, das freut mich, dass wenn du ein oder zwei Spiel kein Tor schießt,
dann wahrscheinlich bald auch die Leute schauen, ob das im Training auch schießt ein Tor oder kein Tor. Und das bedeutet auch, auf welcher Stufe bin und was für die Erwartung ist. Oh, he's played that in beautifully. Sané! And walked in by Lewandowski! Ganz vorne drin, in seinem 100. Spiel in der Champions League. Robert Lewandowski, der 42. Spieler, der das überhaupt geschafft hat. Lewandowski, das Tor war fällig. Lewandowski vollendet. Lewandowski, Treffer versenkt. Ihr 100. Champions League Spiel. Spielt das mit in so einem Spiel? Das ist das 100. Das ist was Besonderes. Kurz vor dem Spiel hat die Trainer zu mir gesagt, dass hat mich gefragt, ob das 100. Spiel im Champions League ist. Und ich habe kurz überlegt. Ich denke, ja, habe ich schon mal gehört. Ich war nicht sicher, aber damals danach habe ich ein bisschen diese Stimmung von dem 100. Champions League Spiel habe ich schon was bekommen. Und ich muss ehrlich sagen, habe ich nie geglaubt, dass so viele Spiele im Champions League kann man spielen, auch mit so vielen Tore oder die Vorlage. Aber klar, das Champions League Thema ist was Besonderes. How are you, Levi? Fine, you? I'm happy to see you. What are you doing here? My brother's working here and I came to see you, and I said Poland is here. Like, hey, what is it with the weather, huh? Yeah, I'm going to bring them in Manchester. Yeah. We never can say that it's unfair that Leo Messi win the Ballon d'Or. Never would be unfair if he wins, and of course, Robert Levy, if he would win, of course, what the season has done the last 2 years with Hansi Flick, now with Julian Nagelsmann. So the amount of goals scored, the quality that he has, would that be fair? Yeah, of course. Thank you very much. Take care. And, see you. Ich betone nochmal, dass es kein Spieler mehr verdient hat wie Robert. Das steht, glaube ich, außer Frage. Wenn einer in dieser Konstanz und dieser Art und Weise, auch mit der Haltung, die er hat, auch das will ich nochmal betonen, es geht ja nicht nur um die Tore, sondern auch die Haltung, die er zu dem Beruf hat, die Haltung, die er zum Spielen hat. Und neben seiner Gier auf Tore hat er einfach eine unfassbar andere Haltung auch zu diesem Sport und haut sich immer rein. Von dem her, glaube ich, gibt es keinen Spieler auf der Welt, der das mehr verdient hat, das Ding zu gewinnen. Was würde es dir bedeuten, den Ballon d'Or zu gewinnen? Ach, die Bedeutung ist immer groß, aber ich denke, dass jede Mannschaft, wo ich gewonnen habe, das gehört auch zu meinen Mitspielern und zum Verein, zu der Mannschaft. Weil klar, das ist kein Sport, wo kann man alleine was machen. Brauchst du die Unterstützung und brauchst du die Hilfe. Kann man nur gut funktionieren, wenn das zusammen funktioniert. Und ich weiß, dass jeder Preis, wo ich gewonnen habe, gehört auch meinen Mitspielern. J'ouvre l'enveloppe.
Et le vainqueur est Robert Lewandowski. It doesn't matter how old are you, but you know, it's depend where are you going, and this is for me the best things, and that's why I want to say thank you for all of the guys. Ladies and gentlemen, the top scorer of the year, Robert Lewandowski. Thank you. Le moment est arrivé, nous allons connaître le nom du Ballon d'Or France Football 2021. Et vous l'avez compris, ils ne sont plus que deux. Élu par un vote de 170 journalistes provenant de 170 pays différents, le vainqueur du 65e Ballon d'Or France Football est... Lionel Messi. Von Ihnen, das war ein bisschen nicht traurig, aber das hat tut weh getan. Das war keine leichte Tage für mich, aber ich habe probiert, voll fokussiert auf das Spiel gegen Dortmund zu sein. Levi einfach unglaublich ehrgeizig und will natürlich am liebsten jeden Ball haben auf dem Feld. Das ist auch legitim, das ist auch gut so. Ja, ich habe auch mal alle Statistiken so ein bisschen verglichen zum letzten Jahr. Da ist er in den meisten Statistiken, Tore hat er, glaube ich, 21 gehabt zum selben Zeitpunkt. Abschlüsse in der Box und viele andere Statistiken sind alle nach oben geschraubt. Er hat mehr Situationen im 16er, hat mehr Situationen um den 16er. Wir wissen, dass wir uns auf Levi immer verlassen können und das ist immer ein großes Pfund, was man in der Hinterhand hat, weil er einfach extrem ehrgeizig ist und das ist auch gut so. Der 43. Treffer in diesem Kalenderjahr in der Fußball-Bundesliga. Ja, das war schon ein turbulentes Jahr, das kann man sagen. Viele Emotionen, viele positive Sachen, auch ein bisschen negative, meine ich, aber das ist Fußball, das gehört zu und muss man auch genießen, die Zeit jetzt mit Familie, mit Freunden. Die Weihnachtenzeit und alles, was vorher keine Zeit gehabt hat, die genießen, was du auch gut gemacht hast. Dann jetzt ist die Zeit und muss man auch das machen, weil das kann man nicht nur auf Fußball die ganze Zeit fokussiert und mit dem Druck alles, das kann man auch ein bisschen nach außen schieben und auch wichtige Sachen fokussiert und einfach, wie ich habe gesagt, genießen. Dankeschön. Danke.